So, hallo und willkommen zum weiteren Aroma-Test-Video. Mal Musik anmachen. Jetzt haben wir halt mal vom Steam-Shot My All Day Feinsaft was anderes. Und das testen wir jetzt wieder auf meiner Paranormal 250C mit dem Wendy Vape Mesh RDR. Die Watte habe ich wieder komplett trocken gedampft. Man sieht es ja echt da richtig gut. Dann tun wir was reintröpfeln und dann gucken wir mal nach was das schmeckt. Beziehungsweise ich habe schon Gläser nach was es schmeckt und die haben das auch schon im vorigen Aromatest gesagt, dass sie mir von Copycat eine Traubenlimonade gekauft haben, das Fantasy Cat. Und jetzt kann ich das auch ein bisschen vergleichen. Ja, schmeckt also. Die Traube schmeckt tatsächlich sehr ähnlich dem Copycat Fantasy Cat. Also sind denn beide vom Geschmack her ja ziemlich gleich. Hier ist aber kein Colada drin, in was anderes. Und da ist ja, noch irgendwas anderes mit drin. Das hat noch irgendwie einen Hintergrundgeschmack. Gucken wir gerade mal, was eigentlich auf der Homepage drauf steht. Der Homepage steht: leckere Traubenlimonade mit einer Andeutung von Kaugummi. Soll das wahrscheinlich ein Kaugummi darstellen? Also das Aroma selber ist süß. Der Kaugummi wahrscheinlich, der hat aber irgendwie so einen leicht bitterer Hintergrundgeschmack. Schwierig zum Beschreiben. Immer halt einfach nochmal was draufklopfen. Lassen wir es neu regnen, so sieht es eigentlich eher aus. Also im Wendy Vape Mesh RDR hat es auf jeden Fall so ein. Ah, bitter jetzt auch nicht, aber so ein mehr schwierig zum Beschreiben, wie wenn da Banane drin wäre, das was im Hals kratzt, ist ähnlich wie bei einer Banane. Ich habe das Liquid eigentlich ein bisschen süßer in Erinnerung, aber ich denke mal, das liegt einfach am Wendy Vape Mesh, ja, dass der halt einfach die Süße jetzt so wiedergibt. Als wie ein Tankverdampfer. Weil man sieht ja, da fällt schon ein bisschen Wasser. Also ich habe das auch schon im Tank drin erkannt. Im Tank hat man das tatsächlich ein bisschen anders geschmeckt. Da war das irgendwie süßer. Ja. Aber so im Großen und Ganzen, man kann es gut dampfen. Schmeckt auch gut. Ich muss jetzt aber echt sagen, das schmeckt mir im Tank besser als wie im Mesh-RDA. Vom Preis her finde ich es eigentlich
auch irgendwo noch im Rahmen, sagen wir es mal so. Also es ist nicht günstig, es ist jetzt aber halt übertrieben teuer. Ich habe hier in dem Fläschchen 10 Milliliter Aroma, muss also Nikotin schon drauf tun, muss noch mal Base auffüllen. Und dann habe ich 60 Milliliter Liquid. Ich habe halt den Vorteil, ich brauche keine Flasche, ich brauche nichts, ich fülle das einfach dann ein, schüttel das und fertig. Also das ist dann das sogenannte Short-Fill-System. Könnte etwas günstiger sein. Wenn man das auf 100 Milliliter hochrechnet, sind wir bei 15 Euro. Base muss ich selber noch kaufen, also es ist nicht übertrieben teuer, aber es ist auch nicht günstig. Schmeckt dort recht gut, wo ich jetzt sagen muss, mir schmeckt es im Tank besser als wie im Mesh-Audio. Ja. Mein Hund will der Hanna die ganze Zeit mein Video stören. Ich hoffe, ich höre den nicht zu arg laut. Ja, also wird jetzt in der Wahl oder vor der Wahl standen zwischen den zwei, welches das ich mir nachkaufe, dann würde ich mir das Copycat nochmal nachkaufen. Das gefällt mir jetzt vom Geschmack her tatsächlich nochmal ein bisschen besser. Da ist zwar ein bisschen cooler damit drin, aber da kommt irgendwie der Geschmack authentischer rüber. Ja. Also so im direkten Vergleich würde jetzt eher das Fantasy Cat von Copycat nochmal nachkaufen. Allein schon vom Preis her, weil es viel günstiger ist. Aber Fansaft, was anderes, man kann es mal probieren, es schmeckt nicht schlecht. Schmeckt dem sehr ähnlich, wobei das ein bisschen natürlicher schmeckt. Da ist Coolada mit drin, es ist ein bisschen Kühle mit drin, aber der Kaugummi-Geschmack ist halt mit drin. Oder so wird der Geschmack ja beschrieben. Leckere Traubenlimonade mit einer Andeutung von Kaugummi. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass es nach Kaugummi schmeckt, aber ich kann sagen, Copycat schmeckt mir besser. Traube ist ziemlich ähnlich. Ja, dann will ich jetzt auch gar nicht länger rumquatschen. Wir sehen uns im nächsten Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, das darf man natürlich kostenlos machen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.